Touch von der Bloodhound Gang. Hannes Knechtges von Werde Musiker hier. Schön, dass du in diesem Video am Start bist und ich zeige dir dieses Riff, was wahrscheinlich jeder schon mal im Ohr hatte und nicht wieder rausbekommen hat. Cooler Song aus den 90er Jahren, aus meiner Jugend, und deswegen hat das Ganze für mich irgendwie so eine nostalgische Bedeutung. Aber das ist auch ein ziemlich cooles Riff. Macht viel Spaß zu spielen. Ist hier und da nicht nur was für Anfänger, auch wenn die Bloodhound Gang natürlich so einen Ruf hat, eher so eine Billo-Spaßband zu sein. Das Ganze macht echt Bock, ist im Original auf dem Bass gespielt, klingt aber so ein bisschen wie eine Gitarre, weil es sehr hoch auf dem Bass gespielt ist und macht deswegen auf jeden Fall Bock, auch auf unseren sechs Seiten zu spielen. Also, wir starten mit folgender Phrase, mit folgender Tonfolge mal für den Anfang. Okay, diese ersten Töne starten hier im dritten Bund auf der A-Seite mit dem Zeigefinger. Und wir schlagen zweimal diesen Ton an. Und ein drittes Mal. Und das machen wir dreimal runter. Dann mit einem Aufschlag in den sechsten Bund auf der A-Seite mit dem kleinen Finger. Und dann auch mit einem Aufschlag in den dritten Bund auf der D-Seite. Und jetzt achte mal darauf, in welchem Abstand die ersten drei Töne hier im dritten Bund gespielt werden. Also nicht unbedingt nur so spielen, so gebunden, sondern den ersten absetzen. Also wir spielen einen kurzen und dann zweimal lang. Und dann die anderen beiden Töne im sechsten und dritten Bund. Runter. Runter, runter, hoch, hoch. Weiter geht's dann mit der nächsten Phrase. Also nochmal die erste, dann die zweite dran. Wieder im dritten Bund auf der A-Seite. Und dann geht es direkt drüber in den sechsten Bund. Dann in den dritten Bund auf der D-Seite wieder. Wieder sechster Bund, A-Seite. Und wieder dritter Bund, A-Seite. 3, 6, 3, 6, 3, 6. Und dann in den fünften Bund auf der A-Seite. Ich würde auch alles runterschlagen, bis auf den Ton im fünften Bund, den würde ich mit einem Aufschlag spielen. Und von der Tonlänge, achte darauf, dass sie nicht zu kurz und nicht zu lang klingen, also nicht. Es wäre jetzt sehr lang und übergebunden, sondern eher. Und jetzt kombinieren wir mal die ersten beiden Teile. Nochmal, 3 und 4 und. Und dann geht's rüber in den sechsten Bund auf der E-Seite. Mit dem kleinen Finger. Und dann springen wir in den dritten Bund auf der G-Seite. Das ist unsere nächste Phrase sozusagen. Also 6, 3, 3. Also runter. Und dann zweimal im dritten Bund auf der G-Seite mit einem Ab- und einem Aufschlag. Auch wieder wichtig, wenn du den sechsten Bund E-Seite gespielt hast,
versuche den nicht ausklingen zu lassen oder so, so. Sondern kurz gespielt, dann wird er gedämpft. Und dann geht es weiter in den fünften und dritten Mund auf der D-Seite. Also 6, 3, 3, 5, 3. Und hier auch Abschlag und Aufschlag. Von vorne. Nochmal. Und dann weiter. Wieder hier in altbekannten Gefilden. 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3. Und ich würde alles mit Abschlägen spielen, nur den letzten mit einem Aufschlag. Also 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3. Ja, hier drauf achten, wann wir auf der A- und auf der D-Seite sind. Erst auf der A-Seite. 3, 6. D-Seite. 3. Und dann wieder zurück. A-Seite. Und dann wieder A-Seite. Und der letzte Ton ist wieder die D-Seite. Mit Bünden. 3, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 5, 6, 3, 3, 5, 3, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 3, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 5, 6, 3, 3, 5, 3. Das war das Riff von The Bad Touch von der Bloodhound Gang. Ich hoffe, du hattest hier auch viel Nostalgie-Spaß aus den 90ern. Und wenn dir das Video hier gefallen hat, lass mir ein Like da, abonniere den Channel und schau in der Videobeschreibung mal vorbei. Da findest du nämlich meinen kostenlosen Crashkurs für Anfänger. Hier unten drunter mal hinklicken. Dort kriegst du richtig geile Videos mit an den Start, um eine gute Grundlage, einen guten Start in die Welt der Gitarre zu bekommen. Das sind Dinge, die kann ich einfach nicht in jedem Video aufs Neue und Neue erklären. Das ist so die Basis, die du brauchst. Mit viel Spaß und viel Musik dabei natürlich auch, damit du auf diesem Channel und überhaupt in der Welt der Gitarre gut zurechtkommst. Würde mich freuen, dich auch da begrüßen zu dürfen. Also, mach's gut. Hau rein. Ciao.